Herzlich willkommen, Nils, meine Frau hier in Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ja, heute sammeln wir Stroh und fahren zum globalen Markt. Nebenbei ist die Ernte auf Feld Nummer 60, 48, 49 weiter mit Weizen. Und das wird fleißig von drei Abfahrern Richtung globaler Markt gefahren. Klappt ganz gut. Ab und zu mal einer irgendwo hängen bleibt und des Geländes, ne? Da kommen die ersten Fahrer oder die fahren die erste weg. Ich glaub, die fahren nicht wieder weg. Macht aber nichts. Wir haben einen relativ weiten Weg. Aufgrund der Tatsache, dass ich hier alles mehr auf Einbahnstraßensystem gemacht habe. Die sind voll. Aber wir müssen ja da so nicht fahren. Wir fahren halt hier Straße zurück und wir müssen halt aufpassen, wenn Gegenverkehr kommt, dass wir ausweichen können. Ne? Gerade hier vorne in der Ecke, wo ein bisschen kurvig ist, nicht einsehbar, da ist es ein bisschen schwierig. Im Extremfall, ne? Aber damit können wir sicherlich umgehen. Ja, wir haben hier gerade perfektes Wetter zum Ernten. Leider der erste Tag, wo ich ernten wollte, war leider verregnet. Musste ich irgendwie erbrücken. Jo. Jetzt haben wir halt perfektes Wetter. Ich werde auch weiter auf 1 spielen, solange wie die Ernte läuft. Wir haben noch ein Feld mit Weizen noch zu tun und ein Feld mit Gerste. 2 Gerstefelder würde ich noch kaufen. Aber sie sind auch nicht reif. Da warte ich mal noch ab. Vielleicht gibt es da noch eine Mission. Düngen mal so schön. Ne? Bisschen düngen. Wäre nicht schlecht. Würde ich gern machen. Ein bisschen Kleingeld dazu verdienen. Anführungszeichen. Wissen gibt es ja aber dafür. Ne? Ja. Das Grün sehe ich bei mir schön. Ne? Ich hoffentlich auch. Aufnahme läuft rund. Top Qualität. Hoffe jedenfalls. Ton. Könnte stimmen. Passen. Und naja. Bildqualität hoffe ich natürlich auch. Wenn mal was sein sollte, bitte in den Kommentaren reinschreiben. Falls ihr was sehen sollte, wäre ja blöd. Wenn dann dieser Fehler dann fortgesetzt werden würde. Das Sägewerk will ich an sich verkaufen. Das ist leider Verkauf der Baumstämme, das klappt nicht so gut. Der Holzbalken klappt aktuell gar nicht. Das Sägewerk nimmt die Dinger auch nicht an. Quatsch. Die Verkaufsstelle. Von daher kann man es nur ja, verbrennen, ne? Die Holzbalken und wo. Geht ja auch nicht. Ich weiß, wie ich lassen soll, keine Ahnung. Kriegt die auch nicht gelöscht irgendwie. Ich würde aber längerfristig das System belasten. Ungünstig. Gut, in dem Fall ist es mir egal. Wenn es so klappt, wie ich das denke, dann wären wir hier zum Herbst mit der Maisernte und der Sojaernte diesen Abschnitt abschließen. Die Kühe müssen alle in einen Stall, damit ich leichter übernehmen kann. Die nächste Karte. Am besten einen großen, wo 750 reingehen. Und dann sehen wir weiter. Ob ich da noch einen anderen Stall bauen werde, glaube ich erstmal nicht. Und die beiden Tiere. Und dann werden wir einen Hof dazu kaufen mit Milchtieren. Vielleicht mal sehen. Mal schauen. 2 Felder ist auf jeden Fall mal mein Wunsch. Feld 10 und Feld Nummer 29. Das war etwas weit weg, 29, aber das ist gerade die Frucht drauf, die ich brauche. Gerste. 10 ist auch noch. Ja, das ist auch Gerste. Auf
Vielleicht ergibt hier noch ein anderes Feldmodell. Können wir auch noch nehmen, ne? Wenn das Geld reicht. Ich denke mal, das lässt sich bestimmt gut finanzieren. Ein Feld haben wir ja voll bezahlt, also das haben wir da das Geld. Das zweite Feld. Wenn wir halt pumpen, ne? Das Geld, wenn es nicht reicht. Ein bisschen verdienen wir ja noch mit dem. Mit dem Weizen wird ja verkauft. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt gratis arbeiten, ne? Das kaufen wir, verkaufen wir. Wo ist eigentlich im System bleibt, ne? Also ich muss jetzt in der Marsch ja auch wieder kaufen. Das schenken die mir nicht. Wenn ich es hier einlagern würde, dann würde es nichts bringen. Aber globalen Markt, das ja ein reiner privater globaler Markt ist. Keiner kann da jetzt was verkaufen, keiner kann da was jetzt einkaufen. Und das ist jetzt gut für mich, weil ich im Prinzip Weizen und Gerste brauchen für Bier. Ich kann es auch nutzen für die Malzproduktion, ich kann es auch nutzen für Saatgut. Also im Grunde perfekt. Und andersherum würde ich dann Saatgut und Dünger hierher verkaufen und Stadtschutz. Dünger könnte ich hier auch herstellen und Saatgut. Aber ich brauche ja irgendwie einen Ausgleich. Im globalen Markt kannst du ja nicht alles verkaufen. Ne? Also Bier wird mir hier nichts bringen, weil das ja im Prinzip keiner kaufen könnte. Ne? Also es gibt keine Lagerstätten. Also im Grunde das Geld, was ich jetzt drüben verdiene, muss ich mir hier über Dünger auch Kauf finanzieren. Ne? Also das Geld sollte schon plus minus null sein, ne? Ungefähr. Ich meine, die Marschwirtschaft hat dadurch schon einen gewaltigen Schub. Alleine Tatsache, dass wir wirklich Bier verkaufen können, ne? Weil jetzt nachher. Ich bleib da nicht stehen. Da oben ist eine Bank. Wo kommt die denn her? Mach mal einen Flieger, ne? Und von der Bank. Geht noch höher? Dann kann man einen kleinen Überblick verschaffen. Da unten das Feld. Das ist die 60. Da drüben ist die 48, dann die 49. Theoretisch. Hier ist die Bank. Mit dem Mod, wo man fliegen kann. Interessant, ne? Mal so einen Blick von oben. Mal ein Foto machen. Noch eins. Aber ich sehe die anderen sind alle okay. Ich musste mal so abbrechen, runterfliegen, ne? Ja, die Holzbalken. Weiß nicht genau, wo das liegt. Aber irgendwo wird schon ein Grund sein. So. Machen wir weiter, ne? Bank haben wir gesehen, haben fotografiert. Oder eigentlich eher vergessen wir das entsprechend zu anzuschreiben. Naja, die Bank ist ja nur rein optisch gesehen. Das ist für mich persönlich kein Fehler.
Fehlersuche mich da, wenn es Abstürze gibt oder schlimmstenfalls und viel Leute ist, ne? Wird hier voll, ne? Bei dem Gott, ne? Viel Stroh. Ich würde ja selber sammeln lassen, nur das Problem ist, wenn jetzt die Fahrzeuge noch fahren, das bringt nichts. Die fahren sich gegenseitig beim Haufen. Der Sammelwagen ist dann schneller als der Drescher an sich, weil die Abfahrer immer noch pünktlich da sind. Also könnte es so sein. Also ist das so, ne? Lass es so. Oh, oh, oh. Unfall. Der wartet. Naja, das sind mal diese unverhofften Stellen hier. So. Ungünstig. So, jetzt habe ich ein Problem. Bin über den See gelandet. Unter der Karte. Ich wollte doch nur aussteigen und ein bisschen wegschieben. Vom Baum. Um da wieder wegzukommen, ne? Ist ja nämlich. Wenn man den Reifen festhängt, ist es blöd. Dauer. So. Hoffen wir, dass keiner entgegenkommt. Karambolage. Ja, wenn er ernst hat, ist es so, ne? Fahren, fahren, noch mehr fahren. Ja, die Silage muss ich auch noch irgendwie entsorgen, Anführungszeichen. Ich weiß noch nicht genau. Da muss ich irgendwann mal Gelegenheit haben, das zu fahren. Jetzt während der Erntezeit geht es sowieso nicht. Vielleicht mal einen Tag, wenn ich warten muss, bis Mais reif ist und die Soja oder die Gerste von den 10 und von 28, 29, 28 kaufe ich nicht. Und 19, obwohl die 29 ein bisschen weit weg ist, ne? Aber gut. Oder geht das? Den müssen wir auch noch entsorgen. Bei Gelegenheit. Mit dem ganzen Verkauf können wir schon ein bisschen was verdienen. In meiner Preis wird nachher für Getreide auch entsprechend fallen. So soll es ja auch sein. Ich will es ja auch in Thüringen, in der Marsch, nicht so teuer einkaufen, ne? Das gleiche werde ich auch machen mit dem, mit Dünger und Saatgut, da werde ich so viel reinkaufen, verkaufen, dass er am Ende der Preis auch hier human bleibt. Warum geht da nichts weiter? Ja, der eine fährt und der andere bin ich. Und solange die alle fahren, dann geht's. 14, 9, bin ich. 10, 12. 18, das ist der, muss ein Abfahrer sein. Und ist auch ein Drescher.
Und die LKWs fahren, irgendwie wird schon abgeladen, ne? Oder? Gucken wir eine Weile zu, wie unten drei, wo die Beine da stehen. Einer kam mir entgegen, da muss ich ja auch da erstmal zurück. Oder hinter einer der Fässer, das kann natürlich sein. Hoffen wir nicht. Alles läuft wieder. Muss man ein bisschen machen lassen. Also Vertrauen muss man noch haben. Klar, wenn jetzt längere Zeit einer da steht mit Rot, dann ist ein Problem da. Das kann man nicht ganz ausschließen. Sind ja keine normalen Felder, sind ja auch mehr oder weniger natürliche Felder. Die Natur und die Grenzen. Das soll vorgehen, ne? Oh, Vollgas gehen. Wir müssen einen Traktor mal reparieren. Und Ladewagen, naja, könnte auch. Ton von links hört man auch. Soll das so sein, ne? Da sind wir wieder da, eine Kurve. Und fährt 60 mit der Bank über der Kopf. Fangen wir hier vorne an. Das wackelt immer ganz schön mit einer Trecking, ne? Den Rest. Machen wir hinten weiter. Tja, was kommt denn LS22? Wenn das Ding so heißt. Tja, gute Frage, ne? Das weiß doch keiner. Jedenfalls arbeiten sie an besseren Sound. Das haben sie schon mal gesagt. Gut. Hoffen wir das Beste. Meine Maschinen. Kann man schwer beurteilen. Ne? Also gewisse Maschinen haben ja einen guten Sound. Also ältere Oldtimer und so. Aber heutige modernen Maschinen, die haben eigentlich alle gleichen Klang, kann man sagen. Das ist halt so. Weil die alle nach modernen Gesichtspunkten arbeiten. Ne? So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Noch einen schönen Restsonntag. Ja, morgen geht's hier weiter. Und vielleicht seid ihr dann auch da. Ich bin da. Würde mich freuen. Tschüss.